Herzlich willkommen auf dem Kanal von cachereisen.de. Heute wollen wir uns mal der Frage widmen, was ist eigentlich ein Virtual Cache? Wie finde ich ihn? Wie logge ich ihn? Was sind Virtual Rewards und was gibt es sonst noch zu beachten? Ja, Virtual Geocaches sind Geocaches ohne Dose, ohne Logbuch. Das ist das Besondere an ihnen. Das ist auch der Grund, warum es heute nicht mehr allzu viele gibt. In der Anfangszeit vom Spiel Geocaching gab es relativ viele Virtual Caches, aber die wurden dann ausgelagert, die wurden ins Rentendasein verfrachtet. Retirement quasi oder Retired Caches, sagt man. Das heißt, es durften keine neuen mehr veröffentlicht werden. Alle alten, die es gibt, haben Bestandsschutz, aber wenn sie weg sind, sind sie halt weg. Es gab es allerdings im Jahr 2017 die sogenannten Virtual Rewards. Damit wurden 4000 Geocacher weltweit ausgezeichnet, die sich in besonderer Art und Weise um die Community verdient gemacht haben. Dazu gehören zum Beispiel alle Geocaching-Reviewer, alle ehrenamtlichen Übersetzer, Helfer und so weiter, aber auch Geocaching-Owner, die coole Caches rausgebracht haben, die allgemein durch ein sehr positives Verhalten auffallen, durch gute Logs, durch Konstruktivität und so weiter. 4000 davon, von diesen Rewards, wurden ausgegeben. Nicht alle wurden bisher umgesetzt. Die Frist läuft auch demnächst ab. Jetzt ist gerade Anfang August, wo ich das Video aufnehme. Und irgendwann bis Ende August 2018 müssen diese neuen Virtual Caches eingereicht werden oder sie verfallen. Das wäre sehr schade. Würden die alle eingereicht werden, würde sich die Anzahl der weltweit verfügbaren Virtual Caches nahezu verdoppeln. Es gab vorher 4000, es kamen etwa 4000 dazu, also es wird nicht mehr als 8000 Virtual Caches geben und damit dürfte es das dann gewesen sein. Ja, ich bin jetzt hier in Berlin bei einem Virtual Cache und wie man den loggt, wie man den aufruft, was da zu tun ist, das schauen wir uns jetzt mal im Screencast-Video an. Um einen Virtual Cache zu loggen, öffne ich zunächst die Geocaching-App. Schau dann auf der Karte nach dem entsprechenden Icon, das ist immer das mit dem kleinen Geist, dann ist es gut zu erkennen. Klicke auf das Icon und bekomme die Cache-Beschreibung angezeigt. Dann schaue ich auf den Button Listing, wo drin steht, was ich für diesen Cache zu tun habe. Im vorliegenden Fall geht es darum, dass ich einen Fotolog mache auf jeden Fall, aber ich muss auch ein paar Fragen beantworten zu dem Ort. Manchmal kann ich die Fragen vor Ort beantworten, manchmal ist noch etwas Internetrecherche notwendig. In dem vorliegenden Fall geht es hier einfach um die Bücherverbrennung in der NS-Zeit. Und ich darf selber auch etwas einbringen, ja, also Autoren, die mir wichtig sind. Und ich muss auch noch beantworten, welche Autoren auch noch betroffen waren von der Bücherverbrennung der Nazis. Also hier muss ich mich durchaus etwas mit der Vergangenheit der Geschichte Deutschlands auseinandersetzen. Das ist auch etwas, was ich ziemlich spannend finde an Virtual Caches. Weil, naja, sonst wenn man eine Plastikdose sucht, sucht man die, findet man die und geht meistens wieder weiter. Nun ja, aber um den Cache zu loggen, drücke ich dann auf Virtual Cache loggen und dann auf Antwort schicken. Das heißt, hier sende ich dem Owner meine Antworten, die ich dann gegebenenfalls vor Ort oder im Internet recherchiert habe. Und als nächstes kann ich den Cache dann loggen. Hier ganz normal auf Geocache loggen, dann gefunden, drücken, einen Logtext verfassen. Gerne etwas ausführlicher werden als ich jetzt hier im Video. Ich will euch jetzt einfach hier nicht unnötig langweilen, aber ansonsten nehmt euch bitte ein bisschen mehr Zeit generell fürs Loggen einfach. Und weil hier bei dem Cache ein Foto gefordert ist, muss ich eins anfügen. Sonst kann es passieren, dass der Log gelöscht wird. Und dieses Foto wähle ich aus der Bibliothek aus, füge es dem Log-Eintrag hinzu und somit kann ich das dann absenden und habe den Cache regelkonform geloggt. Also ihr seht, ein Virtual Cache ist eine gute Möglichkeit, um Geocache an stark frequentierte Orte zu lotsen, wo man normalerweise keine Dose verstecken kann. Das geht hier wirklich nicht bei den ganzen Leuten. Ich bin jetzt hier seit ein paar Minuten und es ist permanent frequentiert durch irgendwelche Touristengruppen. Deswegen ist ein Virtual Cache an dieser Stelle wirklich eine gute Lösung, eine gute Idee und es fordert mich auch heraus, mich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn hier einfach nur eine Filmdose zu finden wäre. Deswegen, Virtual Caches haben durchaus ihr Gutes, auch wenn sie für viele Cacher keine echten Caches sind, weil es ja keine Dose gibt. Auch ein nachvollziehbarer Gedanke. Ja, das war's. Das sind Virtual Caches. So seht ihr, wie man sie loggen kann. Es gibt eine ganze Reihe davon, einige auch hochkomplex. Würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren
die Virtual Caches verlinkt, die ihr bisher gemacht habt, die euch gut gefallen haben und welche ihr empfehlen könnt oder was ihr überhaupt von dem Thema Virtual Caches haltet. Bis bald!